Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen hier auf dem Kanal. Meine Stimme ist ein bisschen weg, warum auch immer. Eigentlich habe ich nichts mehr, Freunde, aber trotzdem gute Besserung an alle, die momentan krank sind. Das sind extrem viele Leute. Und wir spielen heute Sniper vs. Hideout. Damit könnt ihr euch ein bisschen ablenken, falls es euch nicht gut geht, Freunde. Schaut ins Video, dann geht es euch besser. Wie lange habe ich diesen Spruch nicht mehr gesagt? Oder man ist dabei, Community ist am Start, Freunde. Sniper vs. Hideout, ihr feiert das extrem. Ich würde sagen, wir gehen rein. Let's go. Okay, ich check Friends. Guck mal, wie geil das gebaut ist. Feier ich sehr schön. Auf jeden Fall sehe ich Odemans Name. Das ist ein bisschen kritisch, weil dann sehe ich ja ganze Zeit. Wir drücken erstmal den Knopf und gucken, ob wir Odemans Name dann immer noch sehen, Freunde. Und wir gehen sozusagen ins erste Level rein und wir sehen Odemans Name immer noch. André. Das heißt, wir müssen neu starten. Das habe ich ja. Oh, hätte ich mal meine Klappe. Oh, warte mal, ich sehe dich nicht mehr. Ich sehe deinen Namen nicht mehr. Oh. Ist auch nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, hätte ich mal nichts gesagt, Freunde, dann könnte ich Odemann trollen die ganze Zeit. Aber jetzt sehe ich ihn wirklich nicht mehr. Okay, ich drehe mich um. Ihr seid im ersten Level. Ihr müsst euch verstecken. Am Anfang wird es relativ einfach, weil ich glaube, wir haben nur 8 Objekte, Freunde. Und 7 Leute verstecken sich. Das heißt, ich kann nur einmal Scheiße bauen. Es sei denn, es verstecken sich mehrere Leute hinter mehreren Objekten. Oder hinter einem Objekt. Du gewinnst dann auch mehrere Leute ein auf den, weißt du? Ja. Weiß ich nicht, aber ich sag einfach ja. Freunde, André, wir warten jetzt ab, bis sie verstecken. Let's go. Ein paar Sekunden später. Sind alle versteckt oder Komm was? Rein, Junge. Jetzt schon? Komm rein, Junge. Junge, es sind 8 Objekte. Was denkst du? Zwei. Ah. Okay, wir sind drin. Junge, meine Stimme ist gleich weg, Freunde. Ich hoffe, ich krieg das Video noch hin. Okay. Digga, ich hab mich ja wieder Oma. Aber hallo. Okay. Ich sage, Lebkuchenmann ist jemand. 100% Odemann, weil er fett ist und da gerne reinbeißen würde. Ist jemand hinter dem Lebkuchenmann? Ist das Lolo? Warum gehst du? Ich wollte ihm diesen Headshot geben. Jetzt muss ich nachladen. Es ist El Capitano. Okay, das heißt, ich habe jemanden gefunden. Dementsprechend müsst ihr versteckt bleiben. Und dementsprechend dürft ihr noch keine Runde weitergehen. Es geht natürlich darum, Freunde, für die, die es das erste Mal sehen, die müssen in den Raum, in den Raum, in den Raum. Und die Objekte werden immer weniger, wie ihr sehen könnt. Am Ende gibt es nur noch 4 Stück. Und so, umso schneller ich alle finde, danach ist Odemann eine Runde dran. Umso schneller der andere findet, hat der gewonnen sozusagen. Okay, ich sag, hinterm Schneemann ist jemand. Schneemann? Oh, André, da ist keiner. Was sind mein Sprachfehler wieder heute? Ist keiner? Schmand. Ja, okay, Schneemann. Schneemann. Öffnen wir jetzt Stufe 2, ihr dürft hingehen. Oh yeah. Freunde, vielleicht wird dieses Video nie online kommen, weil meine Stimme gleich einfach nur noch so ist. Ja. Kannst du dich bitte umdrehen, dass, wenn wir uns verstecken? Schade, ich wollte ein bisschen schummeln. Okay, Friends, ihr versteckt euch. Ich drehe mich um. Bis gleich. Eine Ewigkeit später. So, Odemann. André. Wie gesagt, Freunde, wir dürfen nicht vergessen, es dürfen sich Leute auch mehrere hinter einem Ding verstecken. Aber dementsprechend kann ich auch mehrere finden, so wie Odemann vorhin meinte. Dementsprechend sage ich, hinter der blauen Kühlkiste oder was auch immer das sein soll. Ist jemand, ich glaube, das ist so eine Strandkiste. Ist jemand. André. Laber nicht. Da ist keiner. Weißt du, echt wo wir nicht? Alle. Guck mal, wo wir sind. Guck mal. Ey, zeig. Alle hinterm Sofa. Oh mein Gott. Ja. Freunde, das Ding ist, da habe ich erst hingeguckt und dachte, okay, ich nehme das Sofa. Da wollte ich wieder so einen Spruch bringen, das Sofa, weil Odemann fett ist und immer rumliegt. Dann habe ich es nicht gemacht. Schade. Okay, diesmal komplett verkackt, Freunde. Wir öffnen Stufe 3. Let's go. Seid ihr versteckt oder what? Mann, komm. Okay, Friends, Stufe 3. Bis jetzt steht es ein Punkt für mich. Das heißt, Odin muss 2 finden und hat gewonnen, wenn wir so weitermachen. Nein, theoretisch schon, ja. Okay. Jetzt sind wie viele Objekte noch da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist natürlich kritisch, Friends. Odemann. Vergiss deine Fragen nicht, ne? Ja, yeah, ich würde sagen, wir haben pro Raum natürlich eine Frage. Ist jemand hinter dem, hinter was, was aus Holz ist, Odemann? Ja. Okay, dann würde ich sagen, ich glaube, hinter den Holzdingern, diese fürs Lagerfeuer, ist keiner. Okay. Also denke ich mal, entweder hinter dem Holzschild. Oder? Oder bei dem, ja, oder bei der Holz, bei dem Fass. Ich schieße jetzt einfach mal und dann, Odemann, sagst du mir, ob jemand da ist, okay? Okay. Wohin hast du geschossen? Warte, ich zeig dir nochmal. Hast du mich gesehen? Die ganze Zeit, du verliebt. Laber nicht! Man sieht so deine Flügel, du drehst dich die ganze Zeit so. Und ich so, ist jemand hinter Holz? Und du so,
Ja. Ich hab dich die ganze Zeit gesehen. Ja, ich dachte so, du sagst so, hinter diesen Holzdingern, wo gestapelt sind, ist keiner. Ich so, ja, ist keiner. Und das Ding ist, hinter diesem Holzschild gibt es so eine ganz kleine Lücke und ich glaube, ich sehe einen Charakter sich bewegen. Also ist jemand hinter diesem Holzschild sozusagen. Diese Holzbalken als Schild. Oh ja, gut, Gott. Die Person habe ich auch gesehen. Oh Schmidt! Mein Gott! Warte mal, aber da waren beide jeweils nur einer drinne angeblich. Also wenn da noch mehr drinne sind, müssen die natürlich jetzt auch rauskommen, ne? Aber André, sieht okay. Nicht so aus, mein Freund. Warte mal, ich habe jetzt 3 gekillt im dritten Raum. Das heißt, es sind nur noch 4 Leute übrig. Ja, 23 XP nochmal hier oben drauf auf Neck. Ehre. Ich sag, hinter dem Ofen ist jemand. Oh yeah, das wird ein Hattrick, Digga. Oh mein Gott. Ja, ist es schon. Hattrick ist doch 3, oder? Ja, ist schon Hattrick. Ja, dann wird es jetzt ein Quattrick, weil Quad. Ein Quad. Quad. Okay, ich sag dir so, Odemann, hinter dem anderen Ofen, boah, das war cringe, ich hab jetzt Ofen gesagt, das sind aber 2. Ja. Hinter dem anderen Ofen ist niemand. Ah, habt ihr geglaubt, ne? Hinter dem Holzfach ist jemand. Holzfass. Niemand? Ey, das ist wie in der Schule, Digga. Das sind die Leute. Kannst du überhaupt zugucken, oder was? Ja, hinter bei dem Holzfass aber, ne? Hast du gelockt? Ja. Da ist jemand. Na dann raus da, Junge. Demon Revenge, oh mein Digga. Oh Gott. Ich glaube, 2 Leute nur noch übrig, André. What the hell? Aber... Der andere Leute, der Profi, Alter. Ich sag euch so, ja? Die restlichen beiden sind gleichzeitig versteckt und die sind hinter dem Holzofen, hinter dem mittleren Ofen. Mhm. Also wenn jemand da ist, rauskommen. Oh mein Gott. Einer fehlt. Warte mal. Einer fehlt. Es ist jetzt 50-50 Chance, die Runde direkt zu beenden, Freunde. 50-50. Ah, okay. Wenn ich ihn jetzt nicht erwische, Freunde, hat er die nächsten Stufen für sich alleine, wo er sich hinter 6 verschiedenen Dingern verstecken kann. Dann ist eklig, Digga. Dann bin ich am Arsch. Das heißt, ich muss jetzt die Runde beenden. Ah, meine Frage habe ich schon rausgeballert. Dementsprechend sage ich so, wie es ist, die 3 Heulbeilen. Wie nennt man das nochmal? Heulbeilen. Da ist jemand. Wenn jemand hinter den 3 Heuballen ist, rauskommt. Oh mein Gott, André. Oh yeah. Oder man, das musst du erstmal überbieten, Digga. Ja, gar kein Problem, Bro. Freunde, so ein Ding ist das. Ich würde sagen, wir gehen in die nächste Runde. Oder man ist dran. Let's go. Also, André. User left your channel. Also. Sag mal. Alter, du hast meinen Kopf. Sag mal, warte, sag noch mal. Ich gereihe als Maul. Gereihe als Junge. Du musst auf den Schnee dran drücken. Ich drück nicht. Ey, wieso kann ich keine Wörter mehr, Junge? Ich glaube, ich werde Dings bei Dings haben. Ohne Witz. Altersheimer. Okay, denk dran, alle hinter dem blauen Geschenk. Okay. Sagt, ja, nicht mehr bewegen, also sucht euch was aus. Okay, so sieht's gut aus. Oder Mann, drehen Sie sich um. Ich nehme das blaue Geschenk. Da leider ist keiner hier. Alter, alle hervorkommen. Die sich hier... Kommt beim Blauen. Wo seid ihr? Seid alle beim Blauen versteckt. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hab Junge, das ist so. Digga, ohne Mann fällt doch drauf rein, wie die Burger bei McDonalds angeblich aussehen, Digga. So ein Ding ist das. Nö, ich nehm jetzt alle Hopfen. Wir machen dann halt noch eine Runde. Ja, okay. Nein. Aber, ist okay. Mach. Fresse, Digga. Was machst du da? Kommt alle bitte da, wo andere steht. Junge, hör auf anzutäuschen, du kleiner Pisser. Ah! Hast du mir Headshot gezogen? Ja, hab ich. Schade. Okay, nein. Alle, die jetzt hinter dem blauen Versteck sind, bitte einmal auf das blaue Versteck springen. Dann kann Odemann euch alle killen, damit wir zählen können. Okay. Das waren 5 Leute, oder? Das waren, 5 Leute. Ja, ist aber nicht schlimm. Ist aber nicht... Nee. 5? Doch. 2 sind noch übrig, Odemann. Okay. Das heißt, deine Chance ist jetzt eigentlich relativ niedrig. Das Ding ist, aber alle sind schon rausgekommen, André. Ich weiß schon, wo die anderen sind. Deswegen gehen wir in die nächste Stage. Ja, okay, das ist kritisch. Aber es ändert sich ja nichts für dich eigentlich. Das Ding ist, mein Team müsste eigentlich nur... Ja? Zum 4. Raum kommen, dann habe ich gewonnen. Rein theoretisch. Natürlich jetzt ein bisschen unfair, Freunde, weil Odemann hätte eigentlich noch weiter raten können. Aber die Leute sind schon hervorgekommen. Das war aber meine Schuld. Dementsprechend, ja. Wenn wir zum 4. Raum kommen, sagen wir mal so, wenn du bis dahin alle Kills hast, du auch gewonnen. Dann machen wir einen Raum plus. Aber es wird jetzt schwierig für Odemann, Freunde, weil wir haben jetzt 7. Ah, warte mal, ich kann den anderen Leuten jetzt zugucken, ne? Easy. Ja. Okay, die Leute sind versteckt, Odemann. Du kannst dein Ding durchziehen. Mann, André, ich sag wir haben jetzt 7 Objekte, Digga. Oh, ich sehe die Leute mit Wallhack. Ja, du siehst die. Richtig cool gemacht, Freunde. Warte. Okay. Siehst du sie immer noch? Hä? Siehst du die Leute? Bei mir guckst du ganz woanders, denn du guckst gar nicht in den Raum. Ja, wohin gucke ich denn? Du guckst auf den Lebkuchen. Siehst du jetzt Leute? Ja, du guckst bei mir immer noch auf den Lebkuchen. Siehst du die Leute? Du denkst, du kannst mir verarschen, Junge?
Oha, aber ich sehe nicht alle Leute. Wieso? Ich sehe nur eine Person von zwei. Aber wenn ich auf Spieler wechseln mache... Oh Junge, zum Glück hat er einen Idiotentest eingebaut. Idiot? Ich sehe nur eine Person durch die Wände. Ich habe einen gesehen. Da an der Kommode. Wie hast du ihn gesehen? Ist jemand. Wie hast du ihn angeblich gesehen? Mhm, weil er sich hier bewegt hat. Hier ist jemand. 100%. Bitte einmal rauskommen hinter der Kommode. Oh mein Gott. Einfach der Odemann, Digga. Komm, Odemann. Special Chance. Kriegst einen extra Punkt, wenn du ihn so triffst. Warte. Okay, pass auf. Guck jetzt. Oh, das mit Punkt war gelogen. Okay, eine Person ist noch am Start. Du hast jetzt die Chance zu gewinnen. Dann würdest du gewinnen, aber das wäre schon heftig, weil du musst jetzt von 7, okay, sagen wir mal 6 Objekten den richtigen rausfinden. André! Ich muss sagen, irgendwie kann man sich das manchmal logisch denken, Freunde. Ich weiß gar nicht, warum. Irgendwie schon, ne? Ja, weil ne? Ich habe so das Gefühl, hinter dem Buch Bücherregal ist jemand. Okay. Ich sag Bücherregal. Warte, ich schau. Und die Person... Bitte hervorkommen. Oder man lockt das Bücherregal ein. Ja. Racix, darfst rauskommen und zeigen, wo du bist. Nächster Raum. Oder man, du hast jetzt eine Person und musst 7 Objekte rausfinden. Gott, viel Spaß, Digga. Das konnte ich zum Glück skippen, Freund. Das ist das Schwerste an dem Format. Oh nein, Digga. Ich sag dir, wenn er versteckt ist. Okay, wildes Versteck. Guck mal. Da merkt man, dass ich ein Fettsack bin. Diese... Odemann, wenn du von... Du kannst dich umdrehen, ne? Ja. Diese Heuballen, diese drei, ne? Ja. Haben in der Mitte so einen schwarzen Punkt. Ja. So einen dunkleren Punkt. Ja. Für mich sieht es aus wie Bananen. Weißt du, wie ich meine? Wenn du eine Banane aufschneidest, die sieht genauso aus in der Mitte. Hä, stimmt. Und mit dem Rand, das sieht so aus wie die Schale. Warum sieht es aus wie Bananen, Freunde? Deswegen denke ich immer an Essen, gefährliche Lage. Egal. Ich wollte irgendwas sagen, damit wir noch ein bisschen Zeit raus... André. Ja? Warum redest du über Bananen und drei Heuballen? Weil da drei Heuballen sind. Das wollte ich vorhin schon erwähnen, wo ich noch Sniper war. Aber ich hab's gelassen, weil ich dachte, cringe. Aber Odem hat jetzt zugegeben, dass das aussieht wie Bananen. André, ich habe eine Frage. Ja, du hast eh noch eine Frage, ja. Ah, jetzt muss ich überlegen, wie ich dich stelle. Okay, André, stell dir jetzt eine Frage. Okay. Ja, ja. Ist diese Person, die wir suchen, ja, hinter Objekten, die was mit Holz oder Holz an sich haben, zu tun hat? Hä? Ja, also das hier oder hier ist auch Holz drin und hier ist auch Holz. Ja, und bei dem Kaminfeuer ist ja auch Holz. Und das Fass ist auch Holz. Ja. Aber das sind doch zwei Fragen. Nein. Also ich finde schon. Okay, ich stelle sie dir anders. Ist die Person hinter einem Objekt, wo Holz drin ist? Drinne? Also dran, an dem Objekt dran, drinne, dran. Hä? Dann sind das nur die beiden Öfen vom Dinger. Nein. Also, hinter den beiden Öfen ist keiner. Hier ist Holz dran, hier ist Holz dran. Digga, das ist eine Frage, die kann man nicht beantworten. Sag jetzt, du Pisser. Hinter den beiden Öfen ist keiner. Ob du mir einfach eine 50-50-Chance gibst oder mir die ganzen Sachen hier sagst. Hinter den beiden Öfen ist keiner. Sag jetzt. Hinter den beiden Öfen ist keiner. Junge! Und dem Holzschild auch nicht. Holz. Und dem Holzschild auch nicht. Nein, nein. Guck mal, die drei Objekte, die du gerade siehst, da kannst du dir einen auswählen. Ob hier einer ist, oder was? Ja. Hab ich jetzt Odemann so hart psychologisch beeinflusst, dass er den Heuballen rauskommt? Okay, die Person bitte rauskommen. Ja, Freunde, Odemann ist psychologisch unbesiegbar. Man kann ihn nicht beeinflussen. Schade. Ja, ich hab gelernt. Ich sag das blaue Geschenk, er nimmt das blaue Geschenk, Digga. Ich sag der Heuballen, er nimmt den Heuballen. Kommst du nicht mal drauf, dass ich dich vielleicht verarschen könnte? Nein. Schade. Aber warte mal, es ist Gleichstand jetzt, ne? Es ist. Wir haben beide im dritten Raum alle gekillt. Okay, Freunde, vom Dinger ist es ein Gleichstand. Ihr könnt gerne in den Kommentaren entscheiden, wer gewonnen hat. Für mich hat Odemann gewonnen, weil er hat im ersten Raum viel mehr Leute gefunden und ich erst im späteren Verlauf. Dementsprechend habe ich vom Ding her weniger Punkte in den ersten Räumen gemacht und er im Vorhinein sozusagen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da, Freunde. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Bis dann. Ciao.